Yo, ho, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play NES Mini. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch gerne euren Klettermax nennen, wenn ihr wollt. Und heute klettere ich bis zur maximalen Höhe in Ice Climber. Ein Spiel, das ich eigentlich nur aus Smash Brothers kenne. Aber hey, irgendwann muss man die ganzen alten Schinken ja nachholen, liebe Leute. Und das machen wir genau jetzt. Das Grundprinzip kenne ich in... Oh, Mountain 1, 2, 3. Kann ich mir aussuchen, wo und wie ich klettern möchte? Eigentlich wollte ich... Ja, mit Select wählt man das aus. Was wollte ich sagen? Achso, ja, keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Bis auf die Tatsache, dass wir halt nach oben klettern müssen. Und ich glaube, wir haben so einen Hammer dabei. Damit können wir Gegner angreifen. Und ich weiß aber gar nicht, was ich... Genau, was ich sonst tun soll. Ah, wir machen das hier kaputt. Bang, 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 bang. Nimm dies. Habt ihr es gesehen? Der macht so... Das ist voll geil. Geh weg. Wie die aussehen, wenn die weglaufen. Aua, du hast mich mit dem Hammer getroffen. Moment mal, ich möchte dich umhauen. Nimm dies. Voll geil. Alles klar. Oh, das mit dem Springen fühlt sich übrigens sehr komisch an. Der läuft schneller. Oder, ja, doch, es fühlt sich an, als würde er schneller laufen, als er sich im Sprung in der Luft bewegt. Oh, und schon verloren. Ja, das Sprungverhalten ist echt übel, aber ansonsten scheint es ganz gut zu gehen. Also es geht hier offenbar darum, dass wir nach oben klettern und dabei, was habe ich da? Ach, diese Blöcke, die ich hier wegsprenge, die geben auch noch Punkte. Das ist ja ein Ding. Oh, Moment mal, du fällst auf mich runter. Hier ist was runtergefallen. Uiuiui. Also wir müssen bis zum... Das heißt, wie viele müssen wir denn nach oben? Ist das festgelegt? Jetzt sind wir bei Stockwerk 7. Nimm dies. Oh Gott. Seht euch das mal an. Entweder springt man halb durch. Oder man macht einfach ein neues Loch in die Decke. Okay. Bonus Stage. Wir sind mal wieder ganz oben. Bisschen aufpassen diesmal, dass ich es diesmal nicht ganz so falsch mache. Ups. Ach, man kann aber noch höher springen, als ich erst dachte. Ich glaube, ich mache das mal hier. Das gibt's ja gar nicht. Okay. Ich schaffe das schon, Leute. Und Jump. Oi. Junge, Junge, was für ein Ice-Climber-Freund das ist. Oh, ich wäre fast oben gewesen. Idiot, nein. Au. Aber ich habe 500 am Möhren gefunden. Die sind normalerweise billiger. Aber solange sie mir gehören, ist das schon in Ordnung. So. Jumpen. Oh, der hätte mich aber fast erwischt. Ach, man kann... Das sah gar nicht so aus, als könnte man hier durchgehen. Oh. Nimm dies, du blöder Yeti oder was auch immer du sein magst. Es wird langsam... Ach so, das bewegt sich hier. Das ist ja fies. Und da komme ich nicht durch. Es hat also doch noch ein paar Elemente mehr, als ich zuerst dachte. Funk. Und Funk. Oh, gefährlich, diese blöden... Das ist ja witzig. Das sind erst wirklich so Eistropfen, die werden dann zu Eiszapfen. Und. Oh. Und das bringt einen dann um der Ecke. Leute, das bringt einen dann so richtig um. Man ist dann wirklich tot. Ja, das ist wirklich wahr. Ui, nimm dies. Ich weiß nicht, das geht mit Sicherheit auch auf Zeit. Ach so, jetzt habe ich ein Leben verloren. Ach, die Vögler darf ich offenbar nicht berühren. Aber ich mache direkt hier weiter. Nimm dies. Ach man, das ist blöd, dass ich da nicht durch die Ecke komme. Ja, so geht's ganz gut. Und jetzt bin ich sicherlich bei der Bonus-Stage. Oh Gott. Also, es ist eins der Spiele, die sich vom Gameplay her nicht gut gehalten haben, muss man leider ganz ehrlich sagen. Denn das Sprungverhalten fühlt sich einfach katastrophal an. Aber das macht es ja auch irgendwie schlimm. Okay, da bin ich wohl zu lange dort geblieben. Na gut, aber solange man das noch nicht alles kennt, liebe Leute. Ich habe 3 Vögler getötet. Es tut mir leid, Vögli. Es tut mir so leid. Okay, einmal hier hoch. Oh Gott, von wegen einmal hier hoch. Ich tue so, als wäre das einfach so möglich. Man merkt es richtig, wie der abbremst, sobald er in der Luft ist. Hm, Vögler, ich würde dich ja gerne töten. Gott, du kleiner Arsch-Yeti. Oh Gott. Okay, achso, aber ich darf ja hier oben bleiben. Na, das ist gut. Hä, warum habe ich mich denn jetzt so komisch bewegt hier?
Nimm dies. Bam, bam. Denkst du dir so? Oh, bitte fall da. Sehr schlecht. Sehr schlecht, dass du gerade da runterfällst. Ich schätze mal, hier ist eigentlich ein schlechter Punkt, um hochzuspringen. Nee, es geht. Jump. Oh Gott, das Springen. Das Springen ist furchtbar. Okay, wir sind... Ach so, ich sehe da jetzt erst noch das Time Limit oben. Ich habe es ja eben schon mal geahnt. Ach nee, kann das sein, dass das nur in den Bonusrunden der Fall ist, dass es eins gibt? Okay. Oh, seht ihr das, wie man auch immer so halb durch die Dinger durchfällt? Das ist wirklich schlimm. Oh, und dann ist man so langsam. Also, gehört bisher zu den anstrengendsten Spielen. Ist natürlich sehr witzig, wie er immer weint, weil er keinen Bonus hat. Ist schon witzig, ich gebe es ja zu. Aber es ist auch nicht ganz unanstrengend. Ich glaube, jetzt bin ich Game Over. Schade, noch nicht. So schade, ich wäre so gerne Game Over gewesen. Und... Ach nö. Ich denke nie, dass die durch die Wände laufen können. Nimm dies. Oh. Wow. Oh, wie das urplötzlich über mir runtergefallen ist da. Genau über mir. Was ist denn das für eine Schweinerei gewesen? Und... Und... Schon wieder so halb durch. So. Okay. Da oben wird es jetzt schneller. Jump. Jump. Gott. Jetzt wird es ja noch komplizierter hier. Jump. Hoi, Leute. Hoi. Oh Gott, das ist ja blöd. Mit diesen Vögeln. Und dem... Der hat das einfach wieder zugestopft. Jetzt bist du aber immer weg hier, du blöder Vogel. Also die stopfen das tatsächlich wieder zu. Ich hab schon gewundert, was das soll hier. Ja, so, jetzt hat er den Schaden gesehen und ich glaube, jetzt holt er gleich was zum Stopfen, richtig? Oh, ist das schlimm. Ja, ist tatsächlich so. Guckt euch das mal an. Und er macht gleich beide auf einmal zu. Und ich kämpfe hier so... nimm das. Das Spiel halte ich doch keine 10 Minuten durch. Jetzt rennt er wieder weg. Komm, lass mich jetzt... Oh, ist der... Und es werden nur wieder mehr Gegner. Wo gehe ich denn am besten mal hin? Oh, ja, so viel zu Game Over. Guckt euch das mal an. Also sowas, sowas, einfach Game Over. Oh, ich bin in Mountain 5 jetzt gewesen. Ah, jetzt habe ich, versehentlich mit dem Pausenbildschirm gekämpft. Dann machen wir doch einfach im Auswahlbildschirm nochmal kurz bei Mountain 5 weiter. Dann ist es nämlich nicht so schlimm. Ach, guck mal, er macht das sogar von selbst. Okay, plump. Bam. Also es sieht so aus, als würde da ein Pteranodon oder wie diese Dinger heißen, ein Flugdinoheimer, würde versuchen, etwas zu entführen. Aber ich weiß nicht ganz genau, was es ist. Möglicherweise ein Gemüse. Ach so, und jetzt holt er das direkt oder was? Oh, das ist schlimm, dass man von oben so halb durch die Dinger durchfallen kann, von unten aber nicht. Nimm dies, Vögler. Ah, jetzt sind wir wieder an der Stelle. Mhm. So, nochmal das Ganze. Ja, der würde es jetzt reparieren wollen. Oh nein, jetzt falle ich natürlich auch. Oh nein, jetzt kommt er mit seinem Eisblock da an. Oh, okay, also ich muss zugeben, es ist ein Spiel, das sehr, sehr stark die Geduld herausfordert. Dass dann jetzt auch diese komischen Yetis... Ah, endlich sind wir hier oben. Nimm dies. Ständig hier das Reparieren, das macht's nicht gerade netter. Oh, ja, Gott. Hilfe! Aha. Okay, ich glaube, wir sind durch. Ich bin schon wieder so halb durchgefallen. Das ist echt krass, dieses Durchfallen, nachdem man sowieso schon nicht weit springen kann. Das ist die eigentliche Schwierigkeit des Spiels. Oink, doink. Oh Gott. Also dieses Spiel werde ich nie in meinem Leben durchspielen können.
Ich glaube nämlich, dass ich vorher explodiere. Oh, so etwa. Eieiei, gibt's, vielleicht übersehe ich was. Haben die Ice Climber in Smash Brothers nicht irgendwelche Seile oder so gehabt? Denn ich komme kaum vom Fleck mit meinen Bewegungen. Oh je. Oh je. Was ist da denn gerade passiert? Das. By the force of power. Och nö, jetzt habe ich sogar einen doppelten Krams hier. Und jump. Jump. Dies. Obwohl das wirklich richtig geil aussieht. Diese Viecher. Oh nein. Und schon hat das wieder zu. Wie soll man das denn machen, ohne dass einem der Geduldsfaden reißt? Na, jetzt kommt auch noch der Vögler. Leute, Leute, Leute. Also das Spiel ist natürlich, sieht man ja auch, deutlich älter als beispielsweise Mega Man. Aber, ja, ich kann schon verstehen, warum es bei Mega Man ein paar Dutzend Teile gibt und hier halt eher so einen. Oh nein! Das Spiel ist jetzt, sagen wir mal, eher was für Gelegenheitsspieler. Also nein, eigentlich gerade gar nicht. Es ist eher was für eine einmalige Gelegenheit. Das könnte man vielleicht so sagen. Ich bringe mich jetzt um. Ach, das kann man... Habt ihr es gesehen? Ich habe den Vogel totgesprungen. Unglaublich. Und was macht dieser Eisbär da? Den Eisbär finde ich wiederum... Ach so, habt ihr es gesehen? Ich weiß, was der Eisbär tut. Ach, sowas geht auch? Na, das hättet ihr mir auch früher sagen können, ihr blöden Vögler. Das wusste ich ja gar nicht, dass man hier einfach die Seiten wechseln kann. Das ändert eigentlich gar nichts. Bing. Ah. So. Ein Möhrchen? Dann, oh nee, ich nehme lieber das auch mit. Vielleicht sollte ich irgendwann auch wenigstens eine Bonusrunde mal schaffen. Das wäre total töfte. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe es gerade versaut. Funk. Funk. Ich warte jetzt hier einfach, bis wieder so ein Funk vorbeikommt. Funk. Funk. Och nö. Bonusrunden, ihr seid doch echt nicht mein Ding. Wie viele Vögel habe ich getötet? Zwei Vögel habe ich getötet, Leute. Ja, zwei Vögel sind meine. Achso, kann ich jetzt nicht einfach hier so? Ha, das hätte ich echt mal früher wissen sollen. Boink. Nicht, dass es wirklich was ändern würde an dem, was hier alles schief läuft, aber ey. Dafür? Nee, ich mach das anders. Kann ich da nicht einfach drauf stehen bleiben und komme an der anderen Seite wieder raus? Nee, das geht wiederum nicht. Das ist doch alles verwirrend hier. Welche Regeln sind noch Regeln, wenn es keine gibt? Ich weiß auch nicht. Oh Gott, also, ich werde jetzt noch abwarten, bis dieses Leben hier vorbei ist. Funk, Funk. Jawohl, ja. Nimm dies. Funk. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Ich prall hier richtig krass ab. Ich kann mich nicht mal umdrehen. Das ging nicht. Es ging wirklich nicht, Leute. Man konnte sich nicht umdrehen, weil dieses Laufband hier in eine Richtung schubbert. Und ich weiß gar nicht... Hä? Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich hier... Macht der jetzt da drüben irgendwas? Ich komme hier nicht vom Fleck. Wir bauen das hier schön zu. Ich glaube, ich habe jetzt die Schnauze voll. Boah, ab in den Tod, Leute. Ja, denn ich glaube, ich beende das jetzt. Oh, bin ich jetzt gerade zweimal reingefallen? Das ist ja auch witzig. Ich beende das jetzt mal an der Stelle. Das, meine lieben Leute, ist also Ice Climber. Es ist ein ungewöhnliches Spiel, aber damals hat man ja auch noch sehr unterschiedliche Spielprinzipien ausprobiert. Das Spiel geht auch zu zwei Spielern. Ich nehme an, dass es dann doch nochmal einen anderen Auftritt hat, ein anderes Prinzip so ein bisschen, weil ich mir vorstellen könnte, dass es dann doch so eine Art kooperatives Spielen ist, das es vielleicht ein bisschen leichter macht, aber ich weiß nicht, wie der Zwei-Player-Modus hier aussieht. Aber schaut euch das mal an. 1984, das ist nicht gerade ein ganz neues Spiel. Da kann man viel verzeihen. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass auf dem NES Mini mal Ice Climber mit draufgepackt wurde. Denn eigentlich jeder von uns kennt ja eigentlich die Ice Climbers aus der Smash Brothers Reihe und von nirgendwo sonst. Und deswegen ist es vielleicht mal ganz gut, wo die eigentlich ihre Wurzeln haben. Im Tod und Ungeduld. Ja, liebe Leute, das ist wirklich so. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Das nächste Mal schauen wir uns vielleicht wieder ein bisschen was Neueres an. Das ist mir aber nicht passiert, um den Ice Climber. Deswegen sage ich jetzt noch Tschüss und bis zum nächsten Mal.